tamponul preferat al copilului. Ich wette, da drüben im Osten hast du noch nie so einen schönen Tag erlebt. Wo war das nochmal? Boston. Auch Boston kann manchmal sehr schön sein, Sheriff. Entschuldige mal. Billy Ray ist da. Kind, darauf wäre ich nie gekommen. Und denk daran, sag nicht immer Billy Ray, es heißt Mr. Smith, ja? Okay. Guten Morgen, Billy Ray. Nettie? Guten Morgen, Mrs. Turlin. Oh, Nettie, du hast schon wieder geträumt. Warte, ich hebe sie schon auf. Du musst auf diese Bücher gut Acht geben. Denken Sie eigentlich jemals an mich? Natürlich tue ich das. Zum Beispiel, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast, Flegel. Nein, das meinte ich nicht. Denken Sie nicht manchmal als Frau an mich? Glaub mir, Nettie, eines Tages wirst du eine sehr schöne Frau sein. Mit anderen Worten, sie tun es nicht. Nettie, ich erkläre dir mal was. Wenn du ein kleines Mädchen bist, wünschst du dir nichts sehnlicher, als endlich eine Frau zu sein. Aber wenn du dann erwachsen bist, wird dir klar, wie wichtig es ist, ein kleines Mädchen zu sein. Für einen Mann ist das anders. Wenn er ein kleiner Junge ist, dann muss er sich benehmen und brav auf seine Eltern hören. Aber dann als erwachsener Mann, da erwartet man von ihm, dass er ein Held ist, dass er die Wahrheit sagt, seinen Lebensunterhalt ehrlich verdient. Und er muss in der Lage sein, einem anderen Mann fest in die Augen zu sehen, ohne dabei zu zwinkern. Verstehst du? Guten Morgen, Schulmeister! Morgen, Charlie! Wunderschöner Morgen, um sich fortzupflanzen! Seid fruchtbar und mehret euch, sagt der Herr! Da merkt man, wohin Unzucht führt. Billy Ray, warte!
7 minus 3 gleich... Lass dir ruhig ein bisschen Zeit, Lon. Keine Eile. Stell dir vor, ihr hättet 7 schöne Hühner. Und euer Nachbar kommt vorbei und entwendet euch 3 von den 7 schönen Hühnern. Also, wie viele bleiben euch dann noch übrig? Wir haben dann immer noch 7 Hühner, denn mein Daddy hätte ihn erschossen. Mit den 3 hätte er kein Glück gehabt. Ich sehe schon, für heute hast du genug gerechnet, mein Junge. Setz dich wieder hin. Hat angestrengt. Heute fangen wir mit einem neuen Kid Durango Buch an. Oh, yeah. Das hier ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Kommt da auch ein Mädchen drin vor, Billy? Verzeihung, Mr. Smith. Ja, genau so ist es, Nettie. Oh. Nein, hier ist für jeden von euch etwas Spannendes drin. Aber natürlich, wenn ihr lieber Rechenaufgaben machen wollt, nein! Dann... Kid Durango aus Arizona, im Auftrag des Teufels. Die Weite der Prärie war noch von Tau bedeckt. Doch der verschwand schnell, als sich die Sonne über den Hügelketten erhob. Und noch für eine ganze Weile war der Mond am Himmel sichtbar, bevor er hinter den Bergen in der Ferne versank. Der Tag begann wie 1000 andere vor ihm in Arizona, zumindest bis zu der Stunde, als sich der Himmel bewölkte. Etwas bewegte sich am Horizont. Riesenschatten bewegten sich mit großer Geschwindigkeit. Als nächstes hörte man Trommeln, Hufe auf harter Erde. Das wirbelwindartige Etwas kam näher und dann lüftete sich das Geheimnis. Man erkannte die Umrisse von Pferden und dann die Reiter. Reiter mit Revolvern an jeder Hüfte und Munitionsgurten über der Brust. Sie ritten schnell. Die Männer kannten ihr Ziel genau. Erst als sie den Rand der Stadt erreichten, zügelten sie ihre Pferde. Der Staub, der sie umgab, legte sich langsam. Und nun konnte man plötzlich ihre Gesichter sehen. Von der mexikanischen Sonne gegerbte Gesichter. Gesichter, die Gewalt gezeichnet hatte. Als die Bürger die Reiter kommen sahen, da verkrochen sie sich vor Angst zitternd in die dunklen Ecken und Winkel ihrer Stadt. Panik ergriff sie, die Kaufleute stürzten in ihre Geschäfte und verschlossen die Türen. Vorhänge wurden zugezogen. Es war so, als hätte sich die Stadt entschlossen wegzusehen und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Mr. Walker, wir gehen die Abrechnung nochmal gemeinsam durch. Es war klar, warum sie in die Stadt gekommen waren. Sie wollten sich mit dem Bankdirektor unterhalten, aber nicht, um ihre Ersparnisse einzuzahlen. Eine rücksichtslose Bande, Diebe und Halsabschneider. Ein Menschenleben bedeutete ihnen nichts.
Es war, als ob sie die Abgesandten des Teufels wären, um ehrbare und gottesfürchtige Menschen zu quälen. Menschen, die hart arbeiteten, um ehrlich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Was ist denn da los? Was war das? Lass mich mal schauen. Genau wie in deiner Geschichte, Billy Ray. Was ist? Ihr habt hier, Kinder! Zieht euch das an! Setzt euch wieder hin! Setzt euch hin! Lon, weg da! Wahnsinn! Lasst mich durch! Ihr bleibt da drin! Bleibt schön da! Freddy, mach Platz! Geh weg! Geh weg! Das sind richtige Gangster! Uapa, komm mit! Mister! Billy, hilf mir! Lassen Sie das Mädchen runter! Senior! Billy! Bitte, Senior! Senior! Sie spüren den Unterricht! Billy! Billy, Nettie! Bring runter! Spring! Nettie! Bring ihn noch! Soll ich kommen? Moment, warten Sie! Warten Sie! Nettie! Nettie! Mami! Huna, was ist passiert? Die Bande hat Hell und Mr. West erschossen. Wo zum Teufel steckt der Sheriff? Er steckt im Bett, wie immer. Dann muss ihn jemand rausholen. Der B-Ray. Lass mit dem Pferd auf. Er ist Lehrer und legt sich auf die Straße schlafen. Zeiten sind das. Verdammt nochmal, wo bleibt denn der Sheriff? Der kann nicht morgen kommen, wenn er kommt. Der übermorgen. Hat jemand Mrs. West gesagt? Schulmeister! Schulmeister macht bloß keine Sachen! Und die Pferde! Das ist der Kerl immer gewesen, wie alle Stadtmenschen. Aber jetzt braucht er, glaube ich, einen Doktor oder einen Schluck Whisky. Auf den Pferden sitzt kein Mensch. Ich erkenne den Sheriff. Ich wette mit euch, er ist dabei. Was? Ja, er hat recht. Ja. Es ist nur der Sheriff. Er ist allein. Aber wo sind die anderen? Was kann da passieren? Sieht aber nicht so die anderen. Guck mal, was los ist. Oh, Deputy, was ist los? Jethro's Gaul. Wo zum Teufel ist Jethro? Gut am Sattel? Ich kann mir nicht helfen, aber hier ist was schiefgegangen. Oh Gott, Sie haben ihm die Zunge rausgeschnitten. Entschuldigen Sie bitte, Deputy. Wollen Sie damit andeuten, dass seine Zunge... Wenn das einer bei meiner Schwiegermutter rechtzeitig getan hätte, wäre ich heute noch verheiratet. Selbst wenn wir einen Suchtrupp zusammenkriegen, wissen wir doch gar nicht, wo wir suchen sollen. Unsere Ranger und die Mexikaner sind schon seit Jahren hinter ihm her. Ich erzähle euch mal was über diesen El Diablo. Er ist ihnen einmal in die Falle gegangen. Da war sein Chimiscalp nichts mehr wert. Woher weißt du das? Das war damals in Laredo. Sie haben ihn geschnappt, verurteilt und gehängt. War ein kurzer Prozess, alles in ein und derselben Nacht. Aber der Kerl wollte nicht zur Hölle fahren. Er hing in der Schlinge, baumelte im Wind und spuckte der glotzenden Menge auf die Köpfe. Er mochte sie wohl nicht. Er hat so lästerlich geflucht, dass ein paar alte Indianer rot geworden sind und ihre Tomahawks blau anliefen. Er wurde abgeschnitten und danach habe ich die Stadt verlassen. Gott sei Dank, denn drei Tage später, so wird erzählt, ist El Diablo mit seiner Bande in Amos wieder aufgetaucht. Und hat sich schrecklicher benommen als Attila, der Hundekönig, der ja auch nicht gerade ein feiner Mann war. Er hat sogar einfachen Singvögeln die Rotkehlchen durchgeschnitten. Von nah und fern kamen Kojoten und Heuten ihr schreckliches Lied, dass Bussarde vom Himmel fielen und Bergpumas ihre Schweife verloren.
Jetzt habe ich aber langsam genug. Was ist denn der Anfang? Die werden glatt 1000. Oder noch älter. Will hier denn niemand irgendetwas unternehmen, um ein Kind zurückzuholen? Gegen den Banditen haben wir keine Chance. Oh mein Gott. Das sind die hinterhältigsten Schurken, die ich kenne. Ich habe gehört, dass er was ganz anderes tut. Also der... Tut mir leid, der Pieté. Leute, der Mann ist hier das Gesetz. Es ist seine verdammte Pflicht, El Diablo zu verfolgen. Liebe Freunde, im letzten Brief vom Doktor steht, dass es dem Sheriff schon viel besser geht. Ist das nicht schön? Ja, auch noch mit. Ich vermute sehr, er lernt Tag und Nacht die Zeichensprache. Spivey hat recht. Sie sind das Gesetz und bekommen von uns ihren Lohn. Dann werde ich eben Nettie zurückbringen. Ich sagte gerade, dass ich Nettie zurückbringen werde. Du und wer noch, Schulmeister? Dumme Frage. Wer wohl? Ich und Kid Durango, wir zwei. Wollte sagen, Kid Durango und ich. Entschuldigung. Macht dir Konkurrenz, er nimmt dir dein Brot weg. Du weißt doch gar nicht, was bei einer Kanone vorne und hinten ist. Kann ich mich pensionieren lassen? Ich hab mir fest vorgenommen, zu lernen, wie man schießt. Du Kleiner, wenn El Diablo mitkriegt, dass du ihm auf der Spur bist, wird er das Wachsausen bekommen. Ach, diese jungen Leute heute, die sind ja noch verrückter als wir es waren. Da lacht sogar der Hund. Also, wenn ich es mir recht überlege, ich kenne da einen Mann, ein entfernter Cousin von mir, Maggie Sues Schwager, J.D. Schultz. Ja? Er ist jetzt irgend so ein Gesetzesmann, Texas Ranger. Früher ist er angeblich mit Kid Durango geritten. Ja, na und? Sie können mir glauben, wir haben nie viel mit ihm zu tun gehabt. Ja. Naja, der... Irgendwie das Schwarz und Schaf der Familie, wenn Sie verstehen, was ich meine. Er hat vor 8 Jahren meinen Cousin Deke getroffen. Genau zwischen die Augen. Und er hat auch Edward erschossen, den Bruder meines Vaters. Vielen Dank. Wo ist er jetzt? Also Karten schreibt er nicht. Alles, was ich von ihm gehört habe, ist oben in Malay. Marshall oder Ranger oder... Ach, noch schlimmer. Man soll nie was Gutes über die eigene Familie sagen. Der vorbei, der ist genauso schlimm wie die Brüder, die er einlocht. Wenn Ihnen jemand helfen kann, Kid Durango zu finden, dann er. Woran kann's liegen? Sie brauchen erheblich größere Flaschen. Kann sein. Keinen Menschen zeigen. Erster. Er hält ja doch nicht. Der Sheriff hat ihm diese Nachricht aufgeschrieben. Geh nicht. Können Sie sich das merken? Danke Sie ihm für die freundlichen Worte. Lehrer, Sie sind ein verdammter Narr. Wäre ich sonst im Westen? Es wird ernst, Gaul. Reite kein Pferd, was du nur füttern darfst. Indianische Weisheit ist von mir. Ohne Tritt Marsch. Schmuff nicht so mit den Hufen. Wie sieht denn das aus? Musik
nach rechts, nimm nach rechts. Auf nach links, da gibt's keine Morium. Ha? 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 Geradeaus, packt er so wie vorher. Ha? 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 Ihr Auge hat seinen Gaul erschossen. Umgekehrt wär's lustiger. Ich glaube, der hintere Hof muss beschlagen werden. Offenbar stand meine Reise unter einem Unstern. Trotzdem war ich entschlossen, sie fortzusetzen. Mit einem etwas zuverlässigeren Transportmittel erreichte ich 3 Tage später Millennium. Zerrüttelt und vom Gruße etwas angeschwärzt. Warum starren die denn alle so? Dürfen Lehrer etwa nicht solche Hosen tragen? Stadtspießer. Entschuldigen Sie, Sir. Können Sie mir sagen, wo ich einen gewissen Mr. J.D. Jones finde? Was willst du, Milchgesicht, von dem? Ich habe eine wichtige Frage an ihn. Bin von weit her gekommen. Kannst du die Frage aufnehmen? Für die Hölle. Alles wieder einsteigen? Wir sind hier zusammengekommen, um Mr. Jones die letzte Ehre zu erweisen. Während seiner kurzen Amtszeit als Sheriff unserer Stadt hat sich Mr. Jones nach bestem Wissen und Gewissen für unsere Gemeinschaft eingesetzt, ohne sich jemals eine Sekunde zu schonen. Er hat 8 Männer und 3 Frauen erschossen. Die meisten von ihnen hatten nachweislich das Gesetz gebrochen. Ich bin sicher, bei den anderen handelt es sich um ein bedauerliches Versehen. Mr. Jones, was ist denn passiert? Was wird denn sein, wenn man sich auf dem Friedhof trifft? Entschuldigung, dumme Frage. Sieh an. Und wenn der Kaufmann mit falschen Gewichten gewogen hat, dann hat er ihm persönlich eins übergezogen. War also auch ein Freund von Ihnen. Hatten Sie geschäftlich zu tun mit J.D.? Von dem Pferdehändler, der versucht hat, einen gestohlenen lahmen Gaul zu verkaufen. Er liegt dort drüben in jetzt bin ich hier der Sheriff. Und wird sich freuen, dass vielleicht kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen. Wer stört den himmlischen Frieden? Da kommt der Unhold. Schnell zuschaufeln, es gibt sicher noch mehr Kundschaft. Beeil dich, mein Kind! Warst du mit dem da verwandt? Nein, Sir. Ich freue mich schon sehr auf den Leichenschmaus. Hoffentlich gibt es wieder raus. Nicht einmal eine Beerdigung ist ihm heilig. Belügst du mich auch nicht, Schlinge? Warum sollte ich das? Dein Glück. Komm hierher. Dann vielen Dank, dass du ihn so schön abgelenkt hast. Hat sich wenigstens gleich richtig hingelegt. War ja doch ein vernünftiger Mann. Tenef. Was starrst du mich so blöd an? Sie haben ihn kaltblütig von hinten abgeknallt. Wer darf mal nie den Rücken kehren? Dann komm schon, Junge. Hilf mir raus aus dem Loch. Und schlaf nicht ein, komm schon. Der Vogel da hat J.D. eine von hinten verpasst. Gleicht sich alles aus im Leben. Er hat J.D. getötet? Ja, er wollte unbedingt Sheriff werden. Jetzt war er Sheriff, geht in Pension. Der alte Rio hasst es, wenn geschossen wird. Ist zu musikalisch. Ach, möglicherweise könnten Sie mir sagen, wo ich einen Mann namens Kid Durango finden kann. Was willst du denn von dem? Ich habe gehört, er ist der schnellste Schütze im ganzen Westen. Sieh an. Naja, ich habe Arbeit für ihn. Ein guter Job. Aha. Hast du auch genug Geld mit? Ich glaube ja. Gut. Gib mir den Job. Ich bin nicht mehr so schnell, wie ich früher war, aber im Bescheißen immer noch Erster. Geschwindigkeit bedeutet nicht mehr so viel wie früher. Wir Profis haben die Schnauze voll, fair zu kämpfen und rasch ins Loch zu fahren. Sie kennen also Kid Durango? Ja, viel zu lange. Können Sie mich zu Ihnen bringen? Woher kommst du eigentlich, Milchgesicht? Ursprünglich aus Boston, Massachusetts. Ja, hätte ich mir denken können. Ich komme wieder rauf, Rio. Ja, aber vielleicht können Sie mir doch wenigstens vielleicht so die Richtung zeigen. Mr. Van Leek.
Thomas Van Leek. Junge, ich würde mich wirklich gerne hinsetzen und dir eine Karte malen, aber ich mache mich lieber aus dem Staub, bevor jemand dumme Fragen stellt, warum der Sheriff ausgerechnet hier sein Büro aufgemacht hat. Lea und ich verdrücken uns ins gemütliche Mexiko. In Mexiko? Der Mann, hinter dem ich her bin, ist auch in Mexiko. Schwing dich in deinen Sattel, du kannst mitkommen, es ist nicht so langweilig. Oh, leider habe ich nicht zum Satteln. Gleich knallt's gleich wieder, Rio. Bremner, du musst mir einen Gefallen tun. Der Sattel bleibt genau da, wo er jetzt ist. Wir haben's nämlich furchtbar eilig. Ja, Sir. Ah. Danke. Ja, Sir. Sekunde. Oder hättest du lieber ein weißes? Bei diesen Schlabberdingern würde ich mich als Pferd auch erschrecken. Das haben wir gleich, Mr. Van Leek. Mal sehen, was der unter gleich versteht. Wenn ich bloß wüsste, wie dieses Pferd heißt, könnte ich ihm was sagen. Sowas geht nur, wenn das Pferd steht. Ja, dann geht es auch leichter. Oh! Pferdchen, bleib stehen! Bleib doch bitte stehen! Scheint dich nicht zu verstehen, sagt doch José zu ihm. Ah, José heißt doch Mexikaner schneller! Rio, nicht umdrehen. Ich habe mich entschlossen, alles für die Nachwelt festzuhalten. Nur diese Geschichte mit dem Pferd, die lasse ich aus. Mr. Jones, den ich im Millennium besuchen wollte, wurde von Mr. Murphy erschossen, der wiederum von einem Mr. Van Leek erschossen wurde, während wir plauderten. Es ergab sich, dass Mr. Van Leek ein persönlicher Bekannter von Kid Durango ist. Und nachdem er mir bei der Organisation eines Transportmittels behilflich war, begleitete ich ihn auf der Reise nach Mexiko. Ich hoffe doch sehr, dass er mich und Kid Durango bekannt machen wird, wenn wir sein Versteck erreichen. Mir tut alles weh. Ach, da streiche ich wieder aus. Ach, sag mal, wie viel sollte Kid Durango bekommen für diesen merkwürdigen Auftrag, den er für dich erledigen soll? Naja, was so gezahlt wird. Was der angemessene Preis für sowas ist. Du hast bisher überhaupt noch nicht gesagt, warum es bei der Sache geht. Davon hängt doch der Preis ab. Ich will eine Schülerin von mir retten, die von einem Mann entführt worden ist, der angeblich El Diablo heißt. Und ich will ihn und seine Spießgesellen der Justiz zuführen. Mir ist plötzlich sehr schlecht. Wieso ist Ihnen schlecht? Du kannst nicht reiten, du kannst nicht schießen und du hast nicht mal was in der Rübe. Du hast ja die falsche Gegend ausgesucht. Du bist ein Vollidiot. Komm her, Rio. Die Krankheit, die der hat, steckt ja an. Wir trinken unseren Kaffee woanders. Du sollst nicht immer Kohl fressen. Konkretere Informationen über mein Vorhaben scheinen Mr. Van Leek entmutigt zu haben, die Reise mit mir fortzusetzen. Ich bin wieder einmal allein, aber nichtsdestoweniger entschlossen, mein Ziel weiter zu verfolgen. Halt mal! Zurück, alle Kraft voraus! Nicht schießen!
schön liegen bleiben und erzähl den anderen nichts vom Pferd. Wen haben wir denn da? Sieht ja eklig aus mit dem Wolkenschild da oben. Für den ersten Schuss. Den wäre ich ja mit der Kontakte von den Schlucken. Und Scheiße. Wenn ihr weg seid, dann sind wir die Folge kacken. Jungs, seid vorsichtig. Hier zieht's mächtig, vor allem rein. Splitter einreißen. Oder zwei. Glaubst du, dass wir den Kerl erwischt haben? Ich mach dir einen Vorschlag, sieh doch mal nach. Geh du doch, du bist dicht da dran. Du bist ein faules Stück. Ich soll gehen. Ich? Wieso immer ich? Weil du Schuhgröße 48 hast. Hört auf zu quatschen, Männer. Wer geht denn nun? Sollen die abzählen? Wir können uns rein aufschießen und wer überlebt, geht nach. Maul halten, hab ich gesagt. Schönen guten Tag. Heiliger Strohsack, was soll denn dieser Unsinn? Schleich dich gefälligst nicht so an. Das ist die Rothaut in mir. Was willst du hier? Ich bin eine durchreisende Rothaut. Gibt's einen bestimmten Grund, warum ihr auf die Hütte ballert? Wir haben ihn gefunden. Er sitzt da wie ein Kaninchen in der Falle. Na? Der Typ, der den Sheriff erschossen hat? Ja. Gibt's eine große Belohnung? Nein, nein, wir kümmern uns nur darum, dass dem Gesetz Genüge getan wird. Also wie viel? $200. Tot oder lebendig. Und die Torte ist doch groß genug für uns alle. Es reicht mir, dass ich's schon durch fünf teilen muss. Hab sogar gehofft, dass der Junge ein bisschen Glück hat und ein paar von uns erschießt. Also verzieh dich, wir brauchen dich hier nicht, hast du gehört? Bitte sehr. Viel Glück. Wird nur ein paar Minuten dauern, keine Sorge. Hört ihr das? Ist das ein Pferd? Nein, ein achtbeiniger Büffel. Klingt wie eine ganze Herde. Ich höre die Beule, aber ich sehe sie nicht. Erwischt. Dann krieg ich seine Stiefel. Wer ist der Kerl? Egal, abfallen! So hoch!
lang hier. Das war gut, Kleiner. Danke, Sir. Steht ein leeres Pferd, hol's dir. Vielleicht gefällt dir auch die Farbe besser. Mr. Van Leek. Ich würde gerne auf Ihr Angebot zurückkommen, mir zu helfen, El Diablo zu fangen. Ich lass drüber nachdenken. Wir haben was zu besprechen. Du meinst, wir sollen? Na schön, auf deine Verantwortung. Das war vorhin eine höchst beeindruckende Darbietung Ihrer Schießkunst. Meiner Schießkunst? Ja, ich habe mich gefragt, ob Sie vielleicht in Erwägung ziehen würden, mir einige Tricks auf diesem Gebiet beizubringen. Das sind keine Tricks, mein Junge. Das ist harte Arbeit. Hier. Ziel mit dem Ding nicht auf mich, Milchgesicht. Ich bin kein Pferd. Tut mir leid. Wähl dir einen Stern aus. Was? Leg dich auf den Rücken. Wozu denn? Halt dein verdammtes Maul, leg dich hin und frag nicht zu viel. Jetzt such dir einen Stern aus und zieh auf ihn. Ich hab einen. Das ist Enif. Enif? Der Stern, auf den du zielst. Auch bekannt als der hellste Stern im Pegasus. Im Sternbild des geflügelten Pferdes. Den hast du im Visier. Nein, nicht wegsehen. Behalt ihn immer im Auge. Du musst dich konzentrieren. Du darfst dein Ziel nie aus den Augen verlieren. Du musst dich konzentrieren. Ich hab ihn wieder. Gut. Jetzt behalt ihn im Auge, bis ich sage, dass du aufhören kannst. Ja, Sir. Gut. Aha. Lass den Stern nicht aus den Augen. Jetzt bist du ein toter Mann. Geduld und Konzentration haben mir meine roten Halbbrüder und Schwestern als erstes beigebracht.
Na? Ich hab ihn wieder. Das Rio war, bist du ein toter Mann. Leider daneben. Wie ist denn das zu verstehen? Ach, war ein leichter Seitenblick. Da passiert sowas. Großer Höllenhund, wo hast du das her? Direkt vom Stiefel eines Lumpen. Die hast du geklaut? Das Milchgesicht hier war's. Vor ein paar Wochen haben sie sein Mädchen gestohlen. Eigentlich ist sie nur eine meiner Schülerinnen. Die hübscheste der Klasse, darauf möchte ich einlassen. Es ist ein Prinzip von mir, mich nicht mit einer Schülerin einzulassen. Kommen wir mit diesem Ding da rein? Schon möglich. El Diablo liebt nämlich seine Sporen über alles. Sich da rein zu schleichen ist nicht das Schwerste. Aber man darf nicht das ganze Ding mit reinnehmen. Dann kommt man vielleicht halt wieder raus, ist die beste Garantie. Ja, ja, der Schmied ist schlau. Verflucht nochmal, was glotzt du so blöde? Ach, nichts. Hörst recht? Ist alles Holz. Obwohl Mr. Van Leek stillschweigend über seine Absichten berate, schien es sein Plan zu sein, eine Gruppe von Spezialisten zusammenzustellen, die mich in meinen Bemühungen unterstützen sollten. Als erstes stieß ein Mr. Baby Patterson zu uns, der vor Jahren Gefangener von El Diablos Männern war. Er konnte entkommen, kehrte jedoch mit einem Fuß weniger zurück. Es ist außerordentlich nett von Ihnen, dass Sie mit uns sprechen, Sir. Shall we gather at the die Worte des Herrn, ihr braven Bürger von Bendix Rock. Bendix Rock, denn der Herr schaut voller Gram auf die Einwohner dieses Landes. Es gibt keinen rechten Glauben mehr in diesem unserem Land. Es wird geflucht, Amen, und gelogen, Amen, getötet, gestohlen und schamlos Ehebruch begangen. Amen. Amen. Gar nichts und gar niemand entgeht dem Auge und dem Einfluss unseres gelobten Herrn. Solche, die der Sünde frönen, wird Strafe ereilen. Unsere Pflicht ist es auch, zu vergeben. Lasst uns den Herrn um Gnade anflehen, auf dass er die traurigen Seelen von Jonathan Napier und Bob Samudio, auf dass die Seelen dieser beiden gerettet werden. Wenn ihr dem Herrn nicht mit dem rechten Ernst begegnet, so wird er es auch bei euch an den nötigen Ernst mangeln lassen.
Und dann werden nicht nur die Seelen dieser armen Unglückseligen in Ewigkeit in der Hölle schmoren, sondern es wird euch genauso gehen. Ihr müsst die Früchte eurer Arbeit mit dem Herrn teilen. Nur dann kann er auch wahrhaftig zu eurem Retter werden. Aufhängen! Ich hab Durst! Das ist keine Kollekte, das ist eine Beleidigung des Herrn. Kommt was rein, ihr Knicker! Und diesmal will ich sehen, dass sie überfließt von den Beweisen eurer Liebe zum Herrn und zu mir. Und wenn ihr mich diesmal enttäuscht, dann gibt es heute keine Baumelshow. Was? Hier und heute wurde recht gesprochen. Aber seid ihr engherzig, dann werden diese Männer wieder in den Schoß eurer Gemeinde entlassen. Sie werden weiterhin rauben und töten und eure Frauen und Töchter auf das Unflätigste belästigen. Genauso wie eure Schafe und eure Ziegen und eure Truthähne nicht mehr sicher sind. Überall werden sie ihre gierigen Finger rauflegen. Möge Gott euch segnen. Ja, das sieht ja schon besser aus. Hiermit nehme ich die Knicker zurück. Schlag mir aus der Hölle, aber eine schöne große Karte. Kennst du die Geigenvögel? Einer von den beiden ist Bob Zermudio. Kann ziemlich gut mit Sprengstoff umgehen. Der andere, der da hängt? Keine Ahnung. Wir könnten noch ein paar Leute gebrauchen. Einen schönen Tag auch, Attalikus. Lasst uns alle gemeinsam das Danklied anstimmen. Was für ein guter Freund ist uns Jesus. Und Gott wird währenddessen über das Schicksal unserer Brüder hier nachdenken. What a friend we have in Jesus. Gleiche Anteile für alle, ist doch klar. Wir brauchen auch deine beiden Galgenflügel. Sag ja, hombre. Ich lege beim Herrn ein gutes Wort ein. Er kennt euch. Heute besuchte ich einen Gottesdienst, der sehr aus dem Rahmen fiel. Nebenbei hatte ich die Gelegenheit, meiner ersten Hinrichtung beizuwohnen. Dass die beiden, die so knapp vor dem Galgen bewahrt werden konnten, sich uns gerne angeschlossen haben, brauche ich wohl nicht zu betonen. Es handelte sich um Pitchfork Napier und Bob Zermudo. Und der Priester war auch mit von der Partie. Ich freute mich schon, mit meinen neuen Gefährten den Schlachtplan zu erörtern. Wer zum Teufel ist dieses zarte, rotznasige Milchgesicht? Er gehört zu mir. Verdammt nochmal, er ist derjenige, der das hier gestohlen hat. Und mehr als dieses Ding hier haben wir nicht in der Hand, hä? Seine Sporen sind wie seine Hände oder Füße, sie gehören zum Körper. Diese Sporen gehörten seinem Daddy und vorher dem Daddy seines Daddys. Die Sporen seines Daddys und des Daddys seines Daddys. Was sind wir für ein Haufen wurmstichiger Kaputter? Ja, ist was dran. Hm, ist muy kostbar. Die kleinen roten Dinger sind kein Kaviar, sondern Rubine, Bob. Roberto, du Idiot. Stammt sicher aus El Diablos Schatztruhe. Indianisches Gold. Europäisches Gold, es wartet nur darauf, dass wir es uns holen. Das ist keine Spinnerei von ihm. Ich hab's in meinen eigenen Augen gesehen. El Diablo hat etwas, das noch sehr viel mehr wert ist als dieses Gold. Da ist ein kleines Mädchen, Mann, das er... Mann, ich scheiße auf dieses Mädchen! Also nein, das geht das zu weit. Das nehmen Sie jetzt nicht, Junge. Nein. Du ärgerst dich doch. Du bist doch sauer auf mich, hä? Komm schon! Na los, komm! Sei nicht feige! Was wir vor allem brauchen, ist Dynamit und jemanden, der geschickt Hand anlegt. Bob, wie sieht's damit aus? Ich glaube, ich habe dir ein paar Mal bereits gesagt, Antalikus, dass ich diesen Gringo-Namen widerlich finde. Hola, Señor Roberto. Wir würden es sehr schätzen, wenn du uns deine speziellen Talente zur Verfügung stellst. Amigos, ich sag euch, Dynamit ist wie eine Frau. Nur ein richtiger Hombre schafft es, dass sie im richtigen Moment explodiert.
Da hinten treibt sich jemand rum. Das bildest du dir ein. Indianer. Indianer? Es gibt keine Indianer dieser Gegend. Wir sind in Mexiko, du Saftsack. Die Ponkechongs sind wohl keine Indianer. Ich habe ein Jahr mit ihnen gelebt. Beklau niemals einen Indianer. Ich mache da keinen Unterschied mehr. Ich beklau auch einen Indianer. Ja? Aber hast du auch mit seiner Frau geschlafen? Ist das eigentlich lustig, eine Indianerin zu verzupfen? Besser als mit einer Negerin. Viel besser. Ist der wirklich interessant, Kompater? Sehr liebenswürdig. Im Allgemeinen lasse ich einen Mann beim ersten Mal davonkommen, wenn er sowas zu mir gesagt hat. Das heißt, wenn er sich dafür entschuldigt. Wie sieht's aus, Großmaul? Entschuldigst du dich? Ich kann leider nichts verstehen, Freund Großmaul. Ich warte. Nigger. Wir sollten auch singen und hopsen, dann versteht ihr uns. Bob, du kannst doch ihre Zeichensprache. Roberto. Ich glaube, der Häuptling hat das nicht verstanden. Brauner Mann ist voller Kacke. Und Name nicht Häuptling. Name ist Tanzender Bär. Letzte Nacht haben wir ein neues Mitglied in unserer Gruppe aufgenommen. Ein Indianer, Tanzender Bär, der Pitchfork schon lange auf den Fersen war. Offensichtlich hatte Pitchfork mit der Gattin des Indianers eine Nacht verbracht. Wenn Tanzender Bär dieses Vergehen nicht bestraft hätte, wäre sein Name in Gehörnter Ochse umgewandelt worden. Nachdem der Indianer 8 Stunden und 14 Minuten getanzt hatte, erzählte er uns, dass El Diablo seinem Volk nicht nur das Gold gestohlen hat, sondern auch viele von ihnen zu Sklaven gemacht hat. Als nächstes galt es, den Kasten Dynamit wiederzufinden, den Zamudio an einem geheimen Ort vergraben hatte. Kaum war man an der richtigen Stelle, musste ich mich dem freiwilligen Zwang beugen und das Ding ausgraben. Ja. Los, Kinder, Kinder. Was ist? Raus aus dem Loch. Na, wenn das nicht ein paar leckere Stangen sind. Sieht vielversprechend aus. Dieses kleine kuschelige Versteck hier hat Roberto und mir ermöglicht, in über 22 Banken eine Kollekte durchzuführen mit befriedigendem Ergebnis. Was ist denn los? Es wäre besser, ihr holt mich jetzt hier raus. Ganz vorsichtig. Compañeros. Das Zeug taugt nichts. Ich hab dich gewarnt, es hier zu vergraben, Bob. Kein Schatten. Zu heiß, Bobby. Ich habe das Gefühl, es ist der falsche Zeitpunkt, mich wütend zu machen. Hm.
Ich skalb, aber du vorher wasche. Mit Bomba, lass die Pampas beben, bis du von der Mitte. Um das Dynamit vor den Unwillen des schlechten Weges zu schützen, konstruierte man eine besondere Vorrichtung. Aber selbst die Konstrukteure konnten ihre Zweifel nicht immer unterdrücken. Wir sind doch sehr weit voneinander getrennt. Glauben Sie nicht, das hat vielleicht einen schlechten Einfluss auf die Stimmung? Tu dir keinen Zwang an, reit ruhig rüber. Die freuen sich sicher über dein Milchgesicht. Nach einem weiteren Tag mühsamen Reitens erreichten wir endlich Mexiko. Unsere heiße Fracht war nicht explodiert. Das war ein positives Zeichen für mich. Ich war heilfroh, als wir Rast machen konnten, denn meinem verlängerten Rücken bekam diese Art des Reisens überhaupt nicht. Auf einem Stuhl sitzen ist leichter. Deine Schwester. Oh, sie kann auch kochen. Nein, koche selber. Das Kraut wächst wohl am Bahndamm. Was willst du schlabbern, Junge? Ich nehme das gleiche, was dieser Gentleman trinkt. In dieser mexikanischen Kantine wimmelten die abenteuerlichsten Figuren herum. Typen, die mir nicht mal in einem Kid Durango-Buch begegnet waren, an denen man nicht ohne weiteres die geerbte goldene Taschenuhr anvertrauen würde. Ist ja deine Leber. Senker Bratan? Barpflege, die Getränke von den Gentlemen gehen auf mich. Thomas, du wildes Ding. Willst du nicht mit mir ein Näpfchen trinken? Da muss man durch. Entschuldigung. Hunger, oder Bruder? Schlaf. Thomas van Leek, eine Dachpappe mit Cowboyhut. Schön, dich zu sehen. Richtig schön. Werde ich endlich meine Hand wieder haben. Willst du mich denn nicht deinen kleinen Freund vorstellen? Das sein muss, das hier ist Billy Ray Smith, auch genannt Milchgesicht. Hübchen, das hier ist Truman Feathers. Den einfachen Stadtmenschen auch bekannt als Kid Durango. Kid Durango?
Der Kid Durango. Kid Durango? Wer sonst? Dieser Bengel hier hat alle deine Bücher gelesen. Ach, sieh mal an. Stimmt das? Ja, ja. Alle 19 und Sonderbände. Also, was machst du in diesem Loch? Es geht um Recherchen für unser nächstes Abenteuer. Die Rauchsignale haben verraten, dass ihr in unsere Gegend kommt. Da fällt mir ein, ich hatte mal einen Hut, der war genauso. Irgendwie gefällt mir, wie Sie ihn tragen. Passt gut zur Brille. Wo kommen Sie eigentlich her? Ursprünglich aus Boston, Massachusetts. Ach wirklich? Ich war schon mal auf Rhode Island. Ja. Und wie ist das gemeint, unser nächstes Abenteuer? Das verstehe ich nicht. Das lässt sich mit wenigen Worten erklären. Tom ist der gute Flitz im Westen herum und riskiert täglich, dass er sich eine Kugel einfängt. Und ich benutze seine Heldentaten und baue sie in meine wahren Geschichten ein und mache damit Geld. Mit anderen Worten, niemand würde auch nur einen Cent ausgeben für Geschichten von einem rot-schwarzen Cowboy. Seh das doch mal so. Das nennt man dichterische Freiheit. Wir müssen alle Opfer bringen, ob wir wollen oder nicht. Was heißt hier Opfer bringen? Ich riskiere meinen Hals. Du lügst das Blau vom Himmel runter, steigst die dicke Kohle ein und ich darf am trockenen Büffelfleisch nuckeln. Aber was mich am meisten ankotzt, ist dieser Mist, einem anderen Mann Auge in Auge gegenüberzustehen. So eine Scheiße zieht ein Mann etwa seine Waffe mit den Augen? Nö. Er zieht mit den Händen. Guter Satz, den bringe ich. Ach, Kacke. Gefällt dir das, Vesperdi? Du stinkst gar eklig aus dem Mund. Ich muss mal aus Mexiko weg. Du gefällst mir. Was du trinkst, rapido. Die da, die haben mit El Diablo die Bank ausgeraubt. Ich hab's gesehen. Schmatz. Süße, hast du mich vermisst? Spendierst du mir was? Gib uns auch was. Der hässliche von den beiden heißt Pestoso. Und der andere ist der Glöckner von Notre Dame. Er heißt Chuck Moll. Sie kennen sie? Die kommen oft hierher, um sich von ihren Raubzügen auszuruhen. Am liebsten legen sie ganze Dörfer in Schutt und Asche. Ich habe ein paar Mal mit ihnen geplaudert. Pestoso. Sprich ganze Sätze ohne zu stoppen. Gib mich doch ein Bier! Da hört es. Alles fließend. Soll dem Gedichte beibringen. Gib ihm mal dein Ohr. Das linke. Hm? Ja, das linke. Na, wie fühlt man sich so als der beste Schütze des wilden Westens? Muss doch ein geiles Gefühl sein. Hä? Ich will nicht! Ich hatte mir in der letzten Zeit schon mehrmals bewiesen, dass ich kein Feigling bin. Aber jetzt fing ich an zu übertreiben. Du bist im Westen also der schnellste Schütze. Wissen Sie zufällig, wem das gehört? Wo hast du das her, Gringo? Führen Sie mich zu ihm? Zu wer soll ich dich führen? Zu wem heißt das? Qué importa, hombre? El Diablo. El Diablo? Wohin gehst du, Gringo? Thank you.
Ich hatte tatsächlich auf offener Straße um 12 Uhr mittags im Duell einen Mann erschossen. Eigentlich war es schon sehr viel später, aber für mich war es 12 Uhr. Sauberer Schuss, Junge! Als Gegner der Gewalt lehne ich Töten ab. Aber dieser Pistoso hatte es verdient. Außerdem, wer mit El Diablo reitet, der weiß, dass am Ende der Teufel die Hölle schon vorheizt. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wer von euch? Jener doch ganz allein. Wir beide treffen uns morgen früh. Nicht hier, mein Freund, draußen vor der Stadt. Am Baum des Todes. Komm alleine. Baum des Todes. Sì, sì, Cecilia, tu non mi sei Cecilia, il nome di mia madre. Er spricht ja auch noch mit seiner Schlange, das wird was. Da kommt Truman. Guten Morgen. Was soll daran gut sein? Was im Teufel suchst du hier, Petters? Mein Freund, ich habe mich entschlossen, an eurem kleinen Abenteuer teilzunehmen. Das kannst du dir abschminken. Du brauchst dir keine Sorgen, um mich zu machen. Du lässt mich völlig kalt. Ich mache mir Sorgen um uns, wenn du mitkommst. Ach, Thomas, sei nicht so ein schwarzes Ekel. Glaub mir, ich bin sicher, dass ich mich unterwegs irgendwie nützlich machen kann, ganz bestimmt. Du scheinst zu vergessen, dass ich eine gute Köchin bin. Kannst du noch Kaffee kochen? Ich verrate euch ein Geheimnis. Ich habe zufällig frische kolumbianische Kaffeebohnen dabei. Und darüber hinaus kann ich wundervolle Omelettes machen. Ist Omelette wie Boulette? Also ein Omelette ist, gewürfelte Schinken, Käse, Pilze und Pfeffer. Gut verrührt mit 3 Eiern in einer Eisenpfanne. Nicht zu vergessen mit aztekischem Öl. Fliegenpilze mit Schlangenfleisch, gut mit weichem Kürbis. Naja, ich würde eigentlich vom Kürbis abraten, der tobt aber, wenn es ihn so schmeckt. Dieses Geseire geht mir tierisch auf die Nüsse. Lass uns endlich abreiten. Kommt schon. Vorwärts! Garland, kommt hier! Ich war ziemlich verwirrt über die Eröffnung, dass Truman Kid Durango war oder auch nicht Kid Durango war. Endlich konnte ich mit ihm ein paar offene Fragen klären. Und am meisten war ich auf seine Omelettes gespannt. Die Sache mit den Pilzen und dem Aztekenöl beschäftigt mich. Also, eins verstehe ich nicht. Wieso kommen Sie eigentlich mit uns? Ehrlich gesagt, Sie sind der Stein des Anstoßes. Ich habe immer nur über die Erlebnisse anderer Leute geschrieben. Und bevor ich zum großen Manitou komme, möchte ich doch gerne ein paar eigene Abenteuer erleben. Es war ein wundervoller Augenblick gestern, als Sie und Pistose sich gegenübergestanden haben. Dieser Nervenkitzel wird sich runterschreiben wie Butter. Ich soll in einem Ihrer Bücher vorkommen? Natürlich. Jede Abenteuergeschichte braucht Ihren Helden. Hübchen, zeig mir noch mal die Spore. Ja, Sir. So, diese Hälfte hier behältst du. Das ist deine Eintrittskarte. Und jetzt reite vor. Wir bleiben dicht hinter dir. Na los! Alles Gute, Billy Ray. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir wohl erklären, warum das hier der Baum des Todes genannt wird? Das interessiert mich. Ich habe Sie was gefragt. Ich traf Chuck Moll am vereinbarten Ort und folgte ihm ins tiefe Mexiko. Je näher wir El Diablo kamen, desto unruhiger wurde ich. Meine Spannung hätte sicher nachgelassen, wenn Chuck Moll nicht so ein wortkarger Geselle gewesen wäre. Vielleicht hatte er eine schwere Kindheit hinter sich. Er war eines Morgens aufgewacht und sah den Planwagen seiner Eltern am Horizont verschwinden. Thank you.
entschuldigen. Womit habe ich das verdient? Was tragen die hier für Scheißhüte? So ein Dreck. Die haben sich so verpinkelt, dass wir es sehr schwer haben. Ich kann mir vorstellen, dass wir für dieses kleine Problem bald eine Lösung finden. Ampres! Uno, dos, gleich kommt das Vögelchen. Und tres. Ich habe viele Vögelchen. Der gleiche. Nochmal. Wir trennen uns hier. Ihr nehmt den östlichen Tunnel, dann kommt ihr oberhalb vom Dorf raus. Wartet auf mein Zeichen. Viel Glück. Jetzt ist ein kleines Gebet angebracht, bevor wir uns dieser gefährlichen Prüfung stellen. Also lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn sprechen. Ja! Vater unser. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Eine schlappe Kriegertruppe, brauner Mann. Die besten, die ich auftreiben konnte, roter Mann. Ich will mein Volk befreien. Komm mir nicht in die Quere. Ich liebe meinen blanken Skalp. Gut so. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Freundschaft! Thomas, ich möchte gern was mit dir besprechen. Fasse dich kurz. Ich finde dein Verhalten in dieser Angelegenheit mehr als fragwürdig. Es ist offensichtlich, was du vorhast. Du benutzt diesen Jungen nur als Lockvogel. Ui. Damit du dir in deine Taschen so viel Gold wie nur möglich stopfen kannst. Tanzender Bär ist der einzige von euch, der ehrenhafte Motive hat. Für mich seid ihr nichts weiter als eine miese Bande von Söldnern. Bist du endlich fertig? Ja, ich musste mir das unbedingt mal von der Seele reden. Wenn du dich jetzt besser fühlst. Abmarsch hier! Solange er seine Spuren nicht hat, wird El Diablo dem Kleinen nichts tun. Als ich im Versteck El Diablos ankam, war er gerade nicht da. Die übrigen Gastgeber waren kurz angebunden und das war ich bald auch. Ich beschloss zu warten und mich in Geduld zu fassen. Ich wusste, dass ich noch ein Ass im Ärmel hatte und bekanntlich sticht das immer. In der Zwischenzeit zählte ich Schäfchen und nahm sie mal 4, um auf die Größe der Herde zu kommen. Du bist also der Junge, der Pestoso getötet hat. Wie ist dein Name, Porquito? William Raymond Smith. Mr. Diablo, richtig? Und wie ich höre, Mr. William Raymond Smith, hast du mir was mitgebracht? Ja, Senor. Das gehört auch mir, oder? Ja, das ist richtig. Aber wie du weißt, fehlt da was. Das ist gleichfalls richtig, Senor. Wo ist der Rest, amigo? Nur ich weiß, wo er ist. Und Sie müssen das herausfinden. Ich schlage Ihnen einen Tausch vor. Das Mädchen gegen das fehlende Teil. Was für ein Mädchen? Miss Nettie Tullin. Sie haben sie direkt vor meiner Schule vor ungefähr 5 Wochen entführt.
So viele Städte, so viele Mädchen. Sie ist ungefähr 1,65 groß, hat blonde Haare, blaue Augen. Sie ist recht attraktiv. Und sie ist eine sehr gute Schülerin. Sieht sie so aus wie das Mädchen da? Ja, so sieht sie aus. Aber sie hatte andere Sachen an. Ja, sie ist ganz hübsch. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Das war nicht dieselbe Nettie, die noch vor 5 Wochen brav in meinem Klassenzimmer gesessen hatte. Das war El Diablos Werk. Und sie ist eine sehr gute Schülerin. Nettie! Ich mag meine Sporen wirklich sehr, Mr. Smith. Sie gehörten meinem Vater. Und dem Vater des Vaters seines Vaters. Ich möchte das Teil wiederhaben, das Sie gestohlen haben. Also, wenn man es genau nimmt, wurde nichts gestohlen. Aber du verstehst, Rosita. Rosita? Meine Rosita. Bedeutet mir viel mehr als alter Familienkrempel. Da ist der Junge. Und überall sind diese komischen Männer mit den Badelaken. Hey. Entreißt mir die Linse. Du bist ja nicht in der Oper. Ich habe das dumme Gefühl, dass dein Plan mehr oder weniger ins Wasser fällt. Er redet und redet. Spielverderber, Gemeiner! Gibt's Ersatzsporen, ist das Spiel verloren. Versuch das schnell 3-mal hintereinander zu sagen. Gibt's Ersatzsporen, ist das Spiel verloren. Gibt's Ersatzsporen, ist das Spiel verloren. Halt die Klappe! Tut mir leid, ich mach mir nur Sorgen um den Jungen. Glaubst du, sie tun ihm was? Er ist doch noch ein halbes Kind. Ich tu dir gleich was, also halt endlich deine Klappe! Ich hab's ja hinten zu sitzen! Kid, du Ringo. Feine Leute sitzen nicht hinten. Auf dem Rückweg kannst du vorne sitzen. Dir hat mich jede Pferdepuppe ein. Jetzt bist du hier vorne, kommst du noch viel mehr von den Pferden ab. Das Linke hat wohl schlechte Milch getrunken. Hey, was soll das? Du kannst mich nicht. Du hast schlechte Nasen. Hallo, Gentlemen. Mit denen rede ich lieber. Sind meine Leute. Buenos dias, amigos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, hombre. Kleiner Irrtum, die Vögel kenne ich nicht. Verdammt. Ich hab doch gewusst, dass wir vorhin in der Gabelung falsch gefangen sind. Wir hätten rechts abbiegen sollen. Hombres, werft eure Waffen weg. Nur nicht aufregen, Jungs. Nur nicht aufregen. Wir haben doch keinen Streit mit euch. Wir transportieren nur ein paar Vorräte. Ja, Atalicus Collins, Lebensmittelhandel. Sehr erfreut. Darf ich Ihnen meine Assistenten vorstellen? Die sind Bob und Bebe. Wir haben die exquisitesten Weine und Delikatessen. Seid ihr Geländer? Mein Kopf hat euch nichts getan. Was ist in dem Beutel da? Nada. Du kannst alles, was auf diesem Wagen ist, haben. Aber rühr diesen Beutel nicht an. Okay. Ich allein entscheide hier, was ich haben will. Comprende. Amigo, ich habe vor dem Tod keine Angst. Den Beutel kriegst du nicht. Oh. Ha 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 ha!
Will noch jemand zur Hölle fahren? Ja? Gringo, den Beutel! Pronto! Ja, das Mexikaner alle so nach Zwiebeln riechen. Oh, grässlich. Der Kerl ist tot. Viel Glück in der Freiheit! Als meine Familie in dieses Land gekommen ist, Mr. Smith, da begegnete ihr unglaubliche Intelligenz und unglaubliche Barbarei. Die Mayas haben Pyramiden gebaut, waren Astrologen und erfanden den Kalender. Aber die Azteken, die führten die Kunst des Menschenopfers zur gleichen Zeit zu neuen Höhen. Da ist ja sein verdammtes Nest. Vollgeschissen, das riecht so dumpf. Hey, Truman, großer Schriftsteller, das ist das Leben. Schnell, er hat Nettie mitgenommen. Wir müssen hinter ihm her. Ich höre mal wir. Ich muss zugeben, ich war überrascht, dass Kid Durango mit dieser Situation nicht fertig wurde. Hatte er sie doch zigmal beschrieben.
Guter alter Bibi. Deswegen sind Sie also hier. Nur wegen dem Gold. Das ist Ihnen wichtiger, als das Leben des Mädchens zu retten. Quatsch nicht rum. Das Mädchen ist dein Problem. In der Nähe einer Höhle fand ich ein Stück von Nettis Bekleidung. Das bestätigte meinen Verdacht, dass sie von El Diablo gezwungen wurde, mit ihm zu fliehen. Nettie? Nettie! Na, Paquito? Suchst du was Bestimmtes? Ja, ich will Nettie. Und wie willst du sie dir wiederholen? Mit deinem kleinen Stöckchen? Moment. Ich will, dass du das Mädchen freilässt. Wer ist denn dieser kleine Mann, ne? Mein Name ist... Kid Durango. Oh, Kid Durango. Muss ich jetzt große Angst haben? Truman, was soll das? Sie müssen das nicht tun. Doch, ich muss. Aber wieso? Ein guter Schriftsteller muss alles selber erleben. Als Gast, Mr. Durango, haben Sie einen großen Vorteil. Sie dürfen als Erster ziehen. So ein Unsinn. Wieso haben Sie sich geopfert? Ich musste es tun. Ich musste es tun. Das ist höllisch. Alles meine Schuld. Ich bin schuld. Ich habe nie an die Schmerzen gedacht. In meinen Büchern kommt der Tod sehr schnell. Beim nächsten Mal achte ich mehr auf seine Hände und nicht auf seine Augen. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie meinen teuersten Schal ruinieren? Oh, tut mir wirklich sehr leid und Verzeihung. Ich möchte, dass Sie etwas für mich tun. Was Sie wollen. Alles. Ich tue alles, was Sie wollen. Ich kann nur einen Wunsch haben. Töten Sie El Diablo. Bringen Sie die Geschichte zu Ende, Billy Ray. Haben Sie mich verstanden? Glauben Sie mir, Truman, Sie werden nicht sterben. Ich bin unsterblich. Ich habe mich noch nie so lebendig gefühlt.
Und in wessen Armen wirst du sterben, amigo? Er hatte noch nicht mal seine Waffe gezogen. Es dauerte mir zu lange. Er hat sich zu viel Zeit gelassen. Wo willst du die Kugel hinhaben? Du darfst es dir aussuchen. Was ist? La cabeza? El corazón? El... El estómago? Den Bauch würde ich nicht empfehlen. Es ist sehr schmerzhaft und man stirbt nur langsam. Aber amigo, du musst dich schnell entscheiden. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mann. Und wenn Sie mich nur an der Schulter streifen, Senior? Ungefähr hier so? Du bist ja ein richtiger Komiker. Ich glaube, am besten ist... La cabeza. Diablo! Endlich mal einer, der es wert ist, mich herauszufordern. Die Laberei kannst du dir schenken, amigo. Und komm zur Sache. Triffst du das auch? Kleines Loch zum Andenken. Da bin ich platt. Du hast ihn von hinten abgeknallt. Mir darf man nie den Rücken zudrehen. So habe ich es von dir gelernt. Du
Du bist vielleicht gerissen. Das habe ich nicht vergessen. Ich hatte El Diablo erschossen. Mag sein, es war kein Duell um 12 Uhr mittags auf offener Straße. Aber es war geschehen. Mr. Van Leek war dabei und kann alles bezeugen. Er schien sogar angetan über die Art meines Vorgehens. Der Priester Robert